Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Hier ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 8.7.2022. Unser DAX wurde erfolgreich am Donnerstag abgeschleppt. Steht nun wieder ordentlich auf der Straße, kann sich dann wieder frei entfalten. Und naja, erstmal aus dem Gröberen raus. Zumindest haben wir die Woche fast wieder im Wochengewinn. Haben somit alle Wochenverluste, die Anfang der Woche reingekommen sind, wieder ausgeglichen. Und stehen eigentlich erstmal gar nicht so schlecht da. Bevor wir zum Chart kommen, nochmal kurz der Hinweis. Ihr habt es jetzt doch, trotz dass wir schon öfter drüber gesprochen haben, immer wieder welche, die sagen, sie haben es überlesen, überhört und so weiter und so fort. Ich weiß, wie es ist. Es wird wieder so sein. Ich sage in der Analyse für Montag, den 18. Juli, sage ich, ja, war ein schönes Börsentreffen und plötzlich werde ich mit Mails zugeschüttet. Ach Martin, warum hast du denn nichts gesagt? Ich wäre auch gern gekommen. Deswegen, lest es euch kurz durch, wer es noch nicht gesehen hat. Pausiert das Video, könnt ihr kurz lesen, die es schon kennen, gehört haben. Für die springe ich jetzt hier einfach direkt weiter. Das ist die Perspektive, wie wir sie jeden Morgen oder jeden Abend drin haben für den nächsten Tag als Erwartungshaltung, um ein bisschen zu festigen, was wir denn erwarten können vom DAX. Und wir haben gestern drüber gesprochen, über zwei Varianten. Einmal eine mögliche Flagge, die relevant werden würde, wenn der DAX unter 5,70 auslöst und eine bullische, also ein bullisches steigendes Dreieck, was sich insbesondere oberhalb von 47 aktivieren würde, wenn der DAX dann über 47 rausgeht. Wir hatten auch darüber gesprochen, über ein Szenario, bei dem er bei 47 eröffnet und dann direkt abverkauft, in das Gap schließt, 75 unterbietet und brachial in die Knie geht. Und von den Varianten, die wir durchgesprochen haben, haben wir relativ früh klar erkenntlich gesehen, der geht über 47 raus. So, Ziel sollte dann sein 8,50, 8,80, das haben wir erreicht, die 8,80 nicht ganz, aber das wird wohl dann jetzt zum Freitag so kommen. Ich könnte mir jetzt zum Freitag allerdings vorstellen, dass wir per Aufwärtsgap reinkommen, dann aber erstmal kurz in die Knie gehen und das Gap erstmal wieder schießen. Der Freitag ist nun eigentlich, muss man ja so sagen, ein bisschen der Wochensport Player hier. Ja, also der kann die ganze Woche nochmal kippen und drehen, wie er lustig ist, weil ich sag mal, am Montag hat er die komplette Woche einmal abgeschossen gehabt halt, ne? Da hat er jetzt wirklich drei Tage dran knabbern müssen, an dem, was er am Montag versenkt hat. Wenn der jetzt am Freitag wieder so eine Klatsche nach unten stellt, dann sieht die Woche trotzdem kacke aus. Das heißt, sollte unser DAX nach unten gehen, sollte spätestens bei 6,65 wieder eine Umkehr nach oben reinkriegen, sonst wird es kritisch, weil geht er tiefer, wie gesagt, kann er sich an der Bewegung vom Montag orientieren und dann deutlich wegschrubben. Es sieht erstmal ganz gut aus, ich finde, er hat das auch gut gemacht und sollte man jetzt nicht schlechter reden, als er ist, aber es ist halt auch so, ein Tag nach unten, drei Tage nach oben, das geht auch anders in einem Markt, wo klarer Käuferüberhang ist, ne? Da haben wir nämlich dann drei Tage nach unten und einen Tag nach oben gleiche Strecke. Das ist hier noch ein bisschen andersrum, deswegen würde ich da nicht den Bund zu voll nehmen, weil der schon noch ein bisschen anfällig ist. Aber wir schrauben am ersten höheren hoch, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und wenn der Freitag jetzt sich gut zeigt und der Freitag kriegt sich gut gehalten und verteidigt und lässt vielleicht gar nicht auf eine 6,65 ankommen, sondern drückt sich hier nur hoch, haut mal in die, keine Ahnung, was ist das hier, 69, 59 rein, ja, vielleicht per Aufwärtsgap, rollt dann zurück auf eine 8,60, macht dort das Gap zu zum jetzt ja Donnerstag und stößt sich dann wieder hoch, dann würde ich mir vorstellen können, dass er hier auf die 13.000 geht und dass hier noch schließt, die kleine Kostlücke, die wir hier stehen haben, zu 13.000 hin, das wäre dann ein schönes Ziel und darüber wären wieder die 13.100, 13.130 dann sehr interessant als Folgebewegungsziel. Ne? Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal auf Tagessicht auch einen Doppelboden stehen. Der wird wahrscheinlich auch per Wochenschluss jetzt bestätigt werden. Auf jeden Fall ist er hier schon bestätigt, ne? Es ist diese Unterstützungs-, diese Kaufzone, die jetzt hier erstmal ganz gut verteidigt wird. Dann hätte jetzt hier erstmal eine Umkehr gesetzt. Ja, und jetzt wird es interessant, wie kann er das halten? Wie kann er fortführen? Ne? Wie kann er jetzt ansetzen? Und ich sag mal, auch aus der Perspektive, Tageschart, wäre von hier betrachtet auch so eine 3,50 natürlich ein schöner Rücklauf, schönes Rücklaufniveau. Ne? 3,50, später vielleicht hier auch ein Gap-Close an der 13.800. Das sind so übergeordnet, sag ich mal, ein bisschen größere Ziele, die man haben könnte jetzt. Also was heißt übergeordnet, ist eigentlich schon fast übertrieben, ne? Sagen wir mal auf Tagessicht. Auf Tagessicht wären das die nächsten Ziele, wenn er den Doppelboden hier gestanden kriegt und jetzt nicht direkt wieder umkippt. Ja, so 3,50, 13.800, das wäre so über die nächsten Tage
und Wochen möglich, wenn er das hier verteidigt und gehalten kriegt. Und das wird sich jetzt am Freitag zeigen. Ich habe schon ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Das ist so. Sieht zu einfach gerade aus, ne, wie er das so ausgeglichen hat. Und mich stört noch ein bisschen, wie langsam er hochgekommen ist halt. Ne? Dass er das wirklich auf 3 Tage ausgedehnt hat. Ich würde deswegen nicht short gehen, aber ich würde mir genau angucken. Und wenn der mir zu schwach reinkommt, Freitag, Montag, zu schwach ist, dann muss er wieder geschortet werden. Das ist dann einfach so halt. Ja, aber wie gesagt, wenn er das schön macht, ne? Hoch macht, vielleicht schönes Gap, hier irgendwie 59, 60, dann runter, Gap close, dann wieder hochdrehen. Also, ja, ich würde sagen, handeln. Ne, warum nicht? Ist doch, zeigt doch jetzt mal einen Willen. Aber man darf ihn einfach nicht zu sehr schon loben. Ne? Es ist ja auch noch kein, jetzt ist es noch kein höheres Hoch. Ne? Also, ich hoffe nicht, dass er den Freitag versaut, aber das Potenzial wäre auch noch da. Es ist für mich sehr spannend. Ich glaube, so. Für mich wäre der Freitag gar nicht so ein Handelstag, wo ich so unbedingt was machen müsste. Es wäre eher so ein Tag, wo ich wirklich einfach nur aus Interesse einfach nur gucken würde wollen, was macht er jetzt? Ne? Versaut er sich das jetzt oder kriegt er das schön gestanden? Kriegt er das schön gestanden, eröffnet er sich natürlich auch wieder gute Erholungspotenziale für die nächste Woche. Und versaut er das, dann bleibt das Risiko akut hier halt. Ne? Das ist so. Ja. Okay. Also, wichtigen Punkte sind unten 6,65. Und um die 59, 69, 13.000, 13.100, 13.130. Das sind die wichtigen Zonen, die relevant sind, die Bewegung erzeugen können, an denen man Trades probieren kann, zu denen man Trades hinzielen kann. Ja, und von daher gucken wir mal, wie er reinkommt und wie er sich schlägt am Freitag. Also, ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg und wer uns nicht nochmal hört und sieht, dann schon mal schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.